Privet, Ritalien, willkommen zurück zu War Thunder. Heute bin ich mal alleine unterwegs und wir schauen uns Russland auf 1.3 an. Da war ja bis vor kurzem der BT7 noch wirklich alleine unterwegs. Aber jetzt mit dem neuen Update hat er einen Freund bekommen, nämlich den T28 1938, welcher den Turm des... Na, wo ist er? Ist das der T26-4 Turm? Ja, den Turm des T26-4 hat. Also die sind hier nur ein bisschen an den T28 angepasst, also die Kanone ist zumindest dieselbe. Und der T28 hat halt hier noch diese Haltedinger für Wäsche aufhängen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gucken wir uns die beiden Fahrzeuge an, nehmen aber noch ein Flugzeug mit, nämlich die BB-1. Ihr wisst schon, diesen kleinen lustigen Ball aus Star Wars. Denn er hat die FAB 250, zwei relativ gut benutzbare Bomben und, um nicht ganz nutzlos zu sein, immer noch diese 1.0er Flak hier mit, falls es gegen Flugzeuge geht. Aber gehen wir direkt rein. Russland 1.3 ist heute der Deal. Ich hoffe, wir bleiben auch in der Nähe. Obwohl gerade der BT-7 mit seiner Geschwindigkeit natürlich auch viel höher noch echt nervig sein kann, wenn die Map stimmt, und das Spielglück natürlich auch. So, was haben wir jetzt hier gerade vormittags? Na, nicht so viele Leute auf Rang 1 unterwegs. Auch nur 65.000 online, oh mein Gott. Ich hoffe, wir finden hier jetzt schnell ein Spiel, ohne dass ich großartig hin und her schneiden muss. Denn später steht hier auch noch der Stream an. Der erste Community-Stream. Genau, ihr seht das Video am Donnerstag, dann ist der Community-Stream schon ein paar Stunden vorbei. Aber ich hoffe, wir schaffen das jetzt hier, schnell ins Spiel zu kommen. Bevor mir das ausgeht, worüber ich reden kann. Okay, schon eine Minute, aber dann ist 23 Leute, die warten, also hau rein. Okay, alles Russland. Ja, es gibt anscheinend auch aktuell, weil Russland hat zwei neue Fahrzeuge bekommen im letzten Patch, neben dem T28 noch einen BT-7M. Quasi ein BT-7 mit etwas mehr Beschleunigung. Der hat ungefähr, sieht schon ausgebaut, hat er 100 PS mehr, die er da nutzen kann. Er ist nicht schneller in der Endgeschwindigkeit, aber halt schneller in seinem Beschleunigung, und dann geht's auch endlich los. Halleluja. Noch 20 Sekunden mehr und ich hätte echt schneiden müssen. Und natürlich kriegen wir direkt einen mistigen Karte und einen mistigen Game-Modus. Und wir dürfen uns die Karte von hier oben angucken. Wow. Okay, 38 Kilometer bis B. Wir nehmen mit 40 Schuss, wir schießen alle 3,7 Sekunden, gehen links rein und dann fahren wir irgendwie auf der Einserlinie hin und her. Ja, ich habe hier, ich glaube, wir sind sogar 2-3. Ja, wir sind 2-3, okay. Na gut, immerhin haben wir ein Spiel. Darum geht es ja im Endeffekt. Wir spielen gegen die Achsenmächte plus Schweden. Es ist relativ selten geworden, dass die so zusammenspielen. Das ja beim Ausbau des 3.0er Panzer 3 bei den Italienern gesehen, und auch ich habe es dann in dem Video von Seras gesehen, wo wir das Teil gespielt haben. Die Achsen kämpfen nicht mehr so oft zusammen seit dem letzten Update. Man hat da ganz schön durchgewirbelt. Einfach rein wegen der Statistik. So. Wackeln wir uns hier mal ein bisschen einen weg. Jetzt geht's. Rang 1, natürlich kein Scouting verfügbar. Das sieht doch gut aus. Ihr habt ja schon ein bisschen aufgeräumt. Was haben wir hier hinten noch? Ich glaube, hier hinten ist was lang geflogen. Bin mir aber nicht sicher. Wir fahren jetzt mal nicht auf den Hügel da, das ist zu gefährlich. Wir wollen ja auch ein bisschen gut spielen. Zumindest mal 1 oder 2, 3, 4 Kills machen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ihr wisst das ja.
Alles zwischen 0 und 10 ist möglich. Obwohl ich glaube, irgendwie das Gefühl, dass mehr in deren rechten Spawn gestartet sind. Ja, oder Steine. Dann werde ich mal hoch zu meinem A13-Kollegen fahren. Während unser Mate da vorne schon am Cappen ist. BT-7 natürlich super von der Geschwindigkeit her. Werfen wir in die Kuhle mal Artillerie. Aber okay, das ist jetzt wirklich gefährlich, was ich hier mache. Ich bin ziemlich offen. Aber zum Glück ist da gerade keiner. Stellen uns jetzt hier. Oh, da habe ich schon was abbekommen. Von irgendwo, ja, da. Na gut. Papa Schlumpf hat da perfekt rüber geschaut. Habe ich nicht gesehen. Aber machen wir es nochmal mit dem T28. Gehen wir jetzt mal rechts raus. Wie ihr schon seht, die Waffe ist jetzt nicht so. Also die Kanone ist jetzt nicht so stark. Der Zug ist eher groß und ein ziemlich einfaches Ziel, aber hat viele Teammitglieder. Das rettet ihn so ein bisschen. Und obwohl wir ausgebaut sind, halt. T28 jetzt wirklich kein Mobilitätsmonster. Wir werfen ein bisschen Artillerie auf den Medium. Können ihn vielleicht ein bisschen immobilisieren oder sowas. Ihm auf jeden Fall ein bisschen auf den Sack gehen. Während unser Team da versucht, ihn da unten rauszuschieben, rauszuhauen und den Weg durch die Kuhle frei zu machen. Wir spielen da aber nicht mit, denn wir wollen natürlich... was ist das denn da? Ist auch ein leichtes Ziel, aber ich habe keine Durchschlagswerte mit der Kanone. Ach, ich glaube, wir haben es. Sehr schön. Ja, er macht, du darfst durchfahren, du bist schneller. Ich fahre nur mit und supporte dich ein bisschen, wenn ich hinterher komme. Jetzt schlecht sieht das Ding mit der kurzen Kanone nicht aus, also ganz ehrlich, das ist ganz nett. Und der Mann kann damit auch wirklich gute Runden haben, das habe ich beim Ausbau gemerkt. Natürlich dann offscreen, wie immer, alle guten Runden sind immer offscreen. Das ist ja bekannt. Und die Kanone schießt halt vor allem schnell. Die Geschwindigkeit, mit deren die fliegen, ist halt wirklich ultra niedrig. Wenn ihr es jetzt hier gesehen habt, 370 Meter die Sekunde, ist es halt, boah. Verschwindend bis nicht vorhanden, okay. Die sitzen wieder in B. Das ist nicht okay. Ja, da unten ist ein... Chinese. Oh. Italiener. Bitte nicht rumwackeln. War Thunder, bitte nicht rumwackeln. Warum machst du das? Er steht doch fest. Treffer an der... Treffer kein Durchschlag. Ja, das ist jetzt das Problem dieser wirklich schwachen... Na, jetzt habe ich mir einen Schützen verloren, okay. Werfen wir ihm Artillerie auf den Kopf, winkeln uns ein bisschen. Das ist halt wirklich das Problem, ihr habt kaum Durchschlag. Vor allem auf die 400 Meter könnt ihr was irgendwie mit ungefähr 35 mm oder so rechnen. Und das ist selbst für einen Italiener seitlich viel zu wenig. Okay, der ist tot. Hier schießen. Na, da unten ist er. Ja, seit 2-3 Jahren. Oh, da kommt noch ein Chilere. Sahariano. Ja, 2-3 ist halt wirklich ein richtig fieses Battle Waiting auch. Also. Da braucht man sich auch nicht schämen, wenn es nicht funktioniert. Und nein, ich weiß nicht, ob ihr es gerade im Chat gesehen habt. Leute mit Premium-Vehikel, also mit Premium-Fahrzeugen, sind keine Noobs. Die meisten Premium-Fahrzeuge. Sind nicht signifikant besser als die, die im Tree sind. Das klingt dann immer so neidisch.
wenn jemand sagt, Leute mit Premium-Vehikeln sind Noobs. Es gibt jetzt wirklich keine ultra krass starken Premium-Vehikel. Selbst der KV220, dem man ja nachsagt, dass er sehr stark ist, der ist lang kein Meter mehr. Also, seid nicht so salty. Gut, jetzt sind hier Gegner und die lassen mich nicht auf meine Position zurück, wo ich eigentlich hin wollte. Sah erstmal so aus, als ob es nur der kleine offene wäre. Nur gut zugebuscht. Hab ich mich vertan. Aber wir haben einen Kill. Also zwischen 0 und 10 ist alles möglich. Wie bereits gesagt. Jetzt gucken wir, dass wir den Celere Sahariano da noch ein bisschen ärgern können. So wie er uns geärgert hat. Müssen wir aber ein bisschen vorsichtig vorgehen, weil das Ding ist auch relativ schnell und fix und ich spiele es gerne. Ich habe dann mit den 3-0er Panzer 3 bei den Italienern freigeschaltet. Und nein, es ist auch kein Premium-Loop-Vehikel. Das klingt jetzt so, als ob er rechts von uns wäre. Ich spiele gerade irgendwie echt so Verstecken und Fangen oder sowas. Ich versuche hier gerade ein bisschen nach Gehör zu spielen. Aber irgendwie, ah, da ist er ja. Fuck, schießt seine Kanone in die richtige Richtung. Ach, Ladeschütze ist nicht das. Vielleicht war er noch nicht fertig mit Laden. Du entkommst mir nicht. Ah. Mann, du entkommst mir doch. Na, Treffer. Ist mir egal, ob ich brenne. Mensch. Mach den Scheiß doch nicht mit mir. Ich nehme doch gerade auf. Aber ja, der ist wirklich gut, der Sahariano. Wenn ihr irgendwann mal ein bisschen Gold übrig habt und ihr wollt irgendwie italienisches Lot hier grinden, den kann ich nur empfehlen. So, jetzt gucken wir mal hier, dass wir das Flugzeug ein bisschen nerven. Oh, ist eine Stu. Eine Ju. Geh weg, Baum. Treffer. Treffer. Ja, muss eben mehr tun, nicht nur treffen. Was ist denn für ein Kaliber? 7,62, okay. Aber das sind 4 davon. Zerfetz ihn. Ich habe schon mal gesagt, dass ich diesen Spielmodus echt nicht mag. Oh, ich hatte letztens echt ein sehr spannendes Gefecht in diesem Spielmodus, aber das ist halt wirklich eins von 100 Mal oder so, wo der mir mal Spaß macht. Sonst ist es echt langweilig und dauert mir viel zu lang. Und irgendwie ist der kontraproduktiv zu dem, was Gaijin eigentlich möchte mit ihren kurzen Gefechten. Gucken, was macht der jetzt? Liebesgrüße aus Moskau. So. Bam. Mann, das wäre ein cooles Thumbnail gewesen, wenn das auch mit einem der 1-3er-Fahrzeuge gemacht worden wäre.
Warum kommst du zurück, M2? Ist da irgendwas Großes, Gemeines, Fieses? Egal, gehen wir mal nachschauen. Was soll schon schief gehen? Okay, Papa Schlimm sitzt immer noch in dem einen Ding und snipet von da hinten. Nicht schlecht. Halt irgendwie gefühlt unendlich Schuss in dem Ding. Jetzt bin ich schon auf dem Spawnradar. Jetzt aber. Brenn aus. Geht doch. Punkte fürs Flugzeug habe ich, sehr gut. Dann macht es mir nichts aus, wenn ich hier gleich sterbe. Dann gehe ich nochmal fliegen. Und da ist der Chilere schon wieder. Und er ist raus, sehr schön. Bravo, sehr gut. Da, Combat, das war sehr stark. Und jetzt setzen wir uns einfach in B. Beenden das. Ganze sieht's aus. Oh, spielermäßig beide gleich. Stehen beide Teams gleich schlechter. Aber die müssten so langsam auch mal in ihre Flaks steigen, was es uns jetzt hier auch leichter macht, sie rauszunehmen. Ist halt schon wieder krass, ne? Ich will die 1-3er-Fahrzeuge zeigen und mein stärkstes ist bisher dieser kleine, offene Flak-Truck. Nö, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Artillerie auf den Kopf bekommen. Ich verziehe mich mal. Ich habe erstmal decapped, was... Oh, ist schon wieder auf dem Spawnradar, ne? Ich bin doch gar nicht so nah dran und ich will auch gar nicht spawn campen. Dieser scheiß Spielmodus. Die da auch nicht auf die Idee kommen, dass das kontraproduktiv ist, was sie da machen. Warum versteckst du dich da unten? Und die sind jetzt in Punkt A, aber das kann unser Like da hinten regeln. Nope, alles gut. Bist du da nicht mehr raus oder was? Brauchst du Hilfe? Das Schlimmste ist einfach irgendwie wirklich, es dauert halt so mega lange. Ich glaube, er unser Leiter hinten braucht Hilfe. Ja, du da. Du sollst Punkt A verteidigen, mein Freund. Nur dafür lassen wir dich mitspielen. Hey, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Meine FPS-Zahlen sind stabil, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es teilweise ein wenig ruckelt. Never play on Patch-Monat bei Gaijin. Das ist halt teilweise echt so. 15er sind da, okay. Ah, der bewegt sich. Sehr geil. Tu es. Die Flugzeuge greifen da auch an. Das ist ein Panzerjäger, vielleicht ist sogar was Offenes. Japan offen, ja. Italien offene Panzerjäger leider nicht. Schweden nur von hinten, wenn es der das Ofenrohr ist. Deutschland. Ne, die sind auch geschlossen bei 2-3. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass unsere Gegner alle 2-3 sind und wir die einzigen 1-3er sind. Schon mit Artilleriefeuer. Ja, ich bleib jetzt stehen. Ich mach da jetzt einfach irgendwas. Ich versuch das mal, ob mir das ein bisschen hilft. Wenn ich mich hier hinterstelle. Oh nein, das war nicht nett. Halten auf die ausgewiesenen Koordinaten.
Wenn du denkst, dass ich jetzt nochmal rausfahre, dann nein. Okay, von da ganz hinten kommt was. Habt ihr es gesehen? Von hier hinten. Ich glaube, den einen eben hat das Panzerwrack gut abgehalten. Okay, es ist klein, schnell und italienisch. Was ist ein AB irgendwas? Deiner 20er, das ist natürlich nicht so geil. Dem können wir, glaube ich, mit unseren 9 mm auch echt nichts tun, ne? Ja, ich weiß, wir sind da nicht so... Ja, ich weiß, wir kommen nicht durch. Wir müssten eigentlich auf dem Boden helfen. Machen wir das doch. Ich wollte eigentlich ins Flugzeug steigen, aber das wäre jetzt voll anti-Teamplay. Also... Gucken wir doch mal. Ja, der wird wahrscheinlich rechts sich irgendwo verstecken, wo ich jetzt hier von hier aus keinen direkten Blick drauf habe. Ja, da ist er schon. Ich habe es auf der Karte gesehen, er ist rechts. Dann habe ich jetzt echt einen Gutschein verschwendet. Ich wollte auch noch helfen, verdammt. Hilfst du deinem Team, verschwendest du deinen Gutschein. Aber endlich ist dieses Kack-Level vorbei. Ja, es ist egal, das zählt nicht mehr. Oh, ein neuer Tarnanstrich. Cool. Ich streck mal... Nein, nicht das. Miteinander verknüpfen. Bevor ich es vergesse. Und dann gehen wir ins nächste Spiel. Eine Runde noch bitte, ein normaler Spielmodus. Danke sehr. Das ist sehr freundlich. Und wir fangen an mit dem BT-7, denn ich habe einen Plan und hoffe, der geht auf. Also über B und dann hier nach C4. Oder ich kacke auf B und fahre direkt nach C4, dann habe ich einen kleinen Vorteil. Ja, komm, wir scheißen auf B. Da sind bestimmt andere Teammates, die da hinfahren. Ist einmal ein ziemlich wichtiger Punkt am Anfang, C4. Auf dieser Karte. Von da aus kann man sehr viel missbauen und den Gegner sehr gut ärgern. Und wir haben die Geschwindigkeit, um schnell da zu sein. Wenn wir uns halt nicht ablenken lassen. Vom Einnehmen eines Punktes. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir fahren direkt straight dahin, wo ich hin will und dann... Waschen wir uns hier noch einmal kurz. Der Gegner uns nicht riecht. Und weiter geht's. Okay, hier fahren wir jetzt leider ein bisschen offen. Ich will versuchen, das so zu minimieren, wie es möglich ist. Ja, okay, was haben die? Irgendwas Schnelles auf... Ich weiß gar nicht, wo sind wir? Okay, wieder 2-3. Ich glaube, da sind wir noch so die Schnellsten... Ja, von den kleinen Italienern abgesehen. Aber die sind ja bei uns sehr schön. Halt. Ja. Direkt 2 Stück. 3,5 Sekunden Nachladezeit. Gönn dir. Und auf geht's auf den Punkt, wo ich hin will. Habt ihr es jetzt gesehen, einer der wirklich coolen Vorteile des BT-7 ist seine Nachladezeit. Neben der Geschwindigkeit, ihr könnt Gegner damit so sehr ärgern. Und habt auch meistens noch einen guten Vorteil mit der Nachladezeit. Mal kurz gucken, da ist was. Kommandant, Fahrer, Ladeschütze. Falsche Seite. Ziel zerstört. Ahaha, es war knapp. Das war es mir wert. So, C gehört. Oh,
Okay, dann war der Spaß auch schon vorbei. Etwas zu früh für meine Meinung, aber gut versteckt, Sneaky. Sneaky, der Name passt definitiv. Also der stand richtig gut. So, dann fahren wir jetzt in T28 und da fahren wir die normale Strandroute. Wir hätten jetzt natürlich nochmal mit dem BT-7 reingekonnt, aber das machen wir dann, wenn wir mit dem hier sterben sollten. Dann sind noch genug Punkte da. Oder wir gehen dann ins Flugzeug, wir gucken mal, wie das Spiel gerade läuft, weil ich wege da immer gerne so ein bisschen ab, ob ich jetzt ins Flugzeug gehe oder nicht. Wie viele Flugzeuge haben wir in der Luft? Wie sieht es am Boden aus? Bräuchten wir eher einen Panzer, um vielleicht einen Punkt zurückzuerobern oder so? Das muss man immer ein bisschen abwägen, finde ich. Und nicht einfach Flugzeug, Flugzeug. Da wir hier ein bisschen größer sind, sollten wir keine Probleme haben, über die Dünen zu schießen. Leider haben wir auch hier minus 5, auch mit der kurzen Kanone. Obwohl, wenn man hier mal sieht, dann ist minus 5 schon nicht das höchste aller Gefühle wegen den kleinen MG-Türmen hier vorne. Wären die nicht, aber könnte das Ding auch echt ein bisschen tiefer noch schießen. Ein bisschen mehr Gandhi-Preschen wäre echt nix. Gandhi-Preschen ist kein Hexenwerk, liebes Russland. Okay, hier sind Leute von uns. Oder da fährt einer. Jetzt ist es halt, das meine ich halt jetzt hier, Gandhi-Preschen hier unten und wir könnten ihm einfach wehtun ohne Ende. Jetzt haben wir leider ein Problem, dass wir so wenig Durchschlagskraft haben. Und halt auf 2-3 wirklich fehl am Platz sind. Ja, diese Kanone ist auf 2-3 fehl am Platz. Spielt man mit ihr mal auf 1-0 bis 1-7, ja, da kann die Kanone, aber ihr habt es gesehen, selbst seitlich kommt ihr nicht bei so Panzer 4 Dingern durch. M22 kurz Bescheid geben, ja, der macht das sehr gut. M22 macht M22 Dinge, aber stirbt dabei. Das klingt nach einer großen Bombe, aber... Oh, bitte tu uns nicht weh. Tu uns nicht weh. Ja, also auf 2-3 ist das Ding komplett nutzlos. Also wirklich. Auf alles, was über... Auf alles, was das sie damit trifft, was über 1-7 ist, da kommt ihr selbstseitig nicht durch. Und das war jetzt nicht mal irgendwie ein Franzose oder so, sondern das war einfach ein ganz normaler Panzer 4. Und selbst da versagt die Kanone. Ist ja komisch. Als ich ihn ausgebaut hatte, hatte ich ganz wenige 2-3er Gefechte. Da war ich halt wirklich meistens so um 1-7 rum. Aber da haben natürlich auch viele die anderen neuen Low-Tier-Fahrzeuge gespielt. Das heißt, es gab viel mehr Auswahl für den Matchmaker, mich tief zu matchen. Ist das irgendwie blind oder? Ne, er steht außen, okay. Definition von Dummheit ist dasselbe, immer wieder dasselbe zu tun, auf ein besseres Ergebnis zu hoffen. Deswegen fahre ich jetzt nochmal hier außen lang. Da steht jetzt natürlich ein Baum im Weg. Eine Palme. Die steht im Weg. Was ich jetzt hier mache, ist, glaube ich, wirklich wieder mal nicht so schlau. Ah, da steht er oben, okay. Ja, mit dem geht's einfach komplett ohne Probleme aus der Fahrt. Du hast hier aber auch fast das Doppelte an Penetration. Das ist... Hm. Was ist jetzt eine Bombe? War das ein Panzer? Ah ne, da steht wirklich ein Panzer. Wow. War der nicht...
war der jetzt irgendwie nicht angezeigt oder so. Das war ja ganz komisch. Also ich habe ihn nicht gesehen. Erst als er mich getötet hatte. Ich muss mir das im Video nochmal angucken. Vielleicht war der gar nicht gerendert. Das wäre wieder so ein typisches Gaijin-Problem. Fahrzeuge irgendwie auf 20, 50 Meter nicht zu rendern. Passiert leider auch hin und wieder. Okay, wir holen A. Das ist gut. Oh, zwei gegnerische Flugzeuge. Das ist nicht gut. Nee, ist wirklich nicht gut. Ah, da scheinen Gegner zu sein. Dann gehe ich mal dahin. Habe ich Bremsklappen? Nein, habe ich nicht. Aber die russischen Fahrzeuge sind jetzt, oder Flugzeuge sind jetzt nicht schlecht da drin, einen Dive-Angriff zu machen. Okay, der scheint aber jetzt wieder tot zu sein. Dann gucken wir doch mal. Ja, ihr habt hier vier MGs und warum habe ich jetzt wieder... Also wie gesagt, meine FPS-Zahlen, sie sind sauber. Aber trotzdem... Ich hier Gegner, ja. Ach, nur einen erwischt. Schade, ich dachte, ich bekomme beide. Und der ist ausgegangen. Natürlich ist er ausgegangen. Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Flugzeuge gehen in letzter Zeit so krass häufig schnell aus, das ist echt gruselig. Sogar japanische. Aber zweite Runde ist erfolgreich. Ich denke, man hat ganz gut gesehen, dass ein 1-3er-Deck ist nicht schlecht. Gerade der BT-7, der haut einen raus. Der T-28 ist hilfreich, solange man nicht geaptiert wird. Also so bis 1-7 kann der mit der Kanone mithalten. Danach könnt ihr ihn hier getrost vergessen. Normalerweise würde ich in dem Lineup jetzt auch noch den BT-5 mitnehmen. Und das Su-5-1. Aber das habe ich jetzt hier rausgelassen, weil es geht ja eigentlich hauptsächlich um 1-3. Das haben wir jetzt gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.